Hi, weiter geht's bei Rift. Heute verarbeiten wir mal das, was wir in den letzten Folgen gemacht haben, nämlich Seeds und Reed. Deswegen bewertet den Part und viel Spaß. Oder auch nicht. Was ist das denn jetzt? Ah, da sind wir wieder. Ich glaube, der Server ist gerade neu gestartet. Das macht er irgendwie einmal die Woche. Und das war genau der Punkt, wo ich gestartet habe mit der Aufnahme. So, wir haben ja letztes Mal das wunderschöne Gerät hier gebaut und das Ganze wird auch so weit verarbeitet, beziehungsweise wird es gar nicht verarbeitet, geht einfach nur hier rein. Und durch ein paar Upgrades sind ein paar Items verändert worden, wie zum Beispiel der Slug, also die Schlacke, die hier drin ist, muss sich da nochmal ändern. Und ansonsten ist hier alles drin, was hier reingehört. Und hier haben wir Weed Seeds ein paar und da kommen immer welche dazu und die würde ich jetzt gerne verarbeiten, nämlich mit dem Squeezer und wir brauchen nachher noch ein Kartoffelfeld für den Fermenter und damit können wir dann oben, würde ich den aufbauen mit einer Refinery, wie heißt das? Biodiesel zu machen und damit können wir dann so einen Generator betreiben und dann sind wir hier erstmal stromtechnisch schon weit vorne, also weit jetzt nicht, aber ein bisschen und dann gucken wir einfach mal, da ist die neue Schlacke und weg ist sie und da kam Weed und da kommt Eisen, ne, das Stahl, ne, Stahl haben wir super viel, 2000 mittlerweile, ich nehme mal ein bisschen raus, aber ich muss dazu sagen, das lief auch sehr lange. Und für die Motion Sickness, Freunde. Ich habe jetzt mal den Pfoff ein bisschen verkleinert, aber ansonsten kann ich nicht viel anderes einstellen. Ich hoffe, das hilft. Und gucken wir mal. Was wollte ich denn machen? Ich wollte was bauen, du. Ich würde gerne eine Heavy Machine bauen und zwar den Squeezer. Fermenter? Squeezer? Squeezer. So, da brauchen wir Pisten, Steel Scaffolding, Light Engineering Blocks. Wird geil. Und hier nochmal die Frage, sollen wir mehr auf Create gehen oder mehr auf was anderes? Obwohl, Create machen wir gerade auch bei dem anderen Projekt, ne? Schwierige Angelegenheit, ne? Light Engineering Blocks, haben wir sogar nur 8 Stück, das ist ja mega cool. Wie viel brauchen wir noch? Redstone, Steel Fence, Fluid Pipes, Wooden Barrel. Redstone, Steel Fence. Oh, haben wir nur einen? Oha, was ist denn da los? Da machen wir mal ein paar mehr, glaube ich, ne? Aber wie baute man die nochmal? Macht man die so? Ne, das sind Scaffoldings, ne? Ah, ärgerlich. Fence. Wir brauchen... Oh mein Gott, gibt es hier viele Fences. Steel Fenster ist es? Ach, so rum. Ah ja, natürlich. Wie ein Fence halt, ne? Und Wooden Barrel. Haben wir nicht. Wooden Barrel. Wooden Barrel. Hier ist Wooden Barrel. Haben wir 1, 2, 3, 4. Oh nein, da brauchen wir noch das. Das ist aber gemein. Aber davon haben wir voll viel, ne? Also wir haben jetzt so viel automatisches Holz gemacht. Das ist wirklich unglaublich. Einen noch. Und aber eins fehlte noch. Fluid Pipe, 2 Stück. Wahrscheinlich brauchen wir davon nachher mehr, damit wir das Zeug dann irgendwo hinbringen. Ich glaube, nach Refinery bauen wir, glaube ich, nach oben. Das ist, glaube ich, ganz cool. Und jetzt geht es darum, das Gerät hier hinzubauen. Aber da sind voll viele Seeds. Was machen wir denn damit noch? Sollen wir da noch... Ne, machen wir nicht. Wir brauchen noch eine Chest. Meinen die Maschine macht gleich einfach die ganze Zeit, bis sie voll ist. Und dann liegen die Seeds da wieder drauf. Aber bis dahin können wir die Seeds hier erstmal wieder einräumen, oder? Zumindest, dass wir eine Kiste haben. Ich glaube, der Rest ist eh egal. Wir haben eh so viel davon. Und hier nochmal die Frage. Manche vermissen Craft Attack hier an der Stelle. Und ich kann gerne noch ein bisschen Craft Attack bringen, wenn ihr euch das wünscht. Vielleicht so ein paar Updates, also ein paar besondere Folgen. Wir wollen auch nächstes Mal wieder die super krasse Mega-Mob-Farm bauen, die ich schon zweimal gebaut habe. Aber diesmal wohl mit 10 Leuten. Das ist dann ein Unterschied. Da bin ich sehr gespannt drauf. Warte, wo muss das denn reinfangen? Ist da drauf ein Hopper? Nee. Aber irgendwo müssen die Items ja rein. Unten kommt eine Flüssigkeit raus. Aber ich sehe es nicht. Von da vorne muss ich hauen, da kann ich ausmachen. Das ist vielleicht von oben? Ich glaube von oben. Oder von der Seite? Vielleicht auch von der Seite. Okay, fangen wir erstmal an, wenn da das Ding ist. Dann brauchen wir... Warte. So. Habe ich mir gemerkt gerade. Ich hoffe, das ist richtig. Wooden Barrel. 1, 2, 3, 4. Da drauf dann noch ein Redstone-Block. Und da drauf, glaube ich, noch die Scaffoldings. Und dann ist da diese Presse drauf. Und dann pressen wir aus diesen Seeds alles aus, was geht. Nee, da fehlt noch was. Ah, der Pisten. Ah, natürlich. Wie soll man denn sonst auch auspressen? Das ist ja Quatsch. So, so, so und so. Und jetzt aber, jetzt kommt der Hammer zur Geltung und zack. Einfach geil. Das ist nur die Frage. Da kommt wahrscheinlich die Flüssigkeit raus. Da kommt Strom rein. Geht ja von da locker. Oh! Da können wir die Items reinlassen. Ah, das ist jetzt aber blöd. Ich hätte jetzt gerne einen Block nach rechts. Oder wir machen den einen Block nach links. Geht natürlich auch. Müssten wir nur einmal nach oben zum Dach. Also brauchen wir, wie heißt das denn jetzt? Wir brauchen einen Conveyor Belt. Ich glaube, das war's. Den Rest kann ich einfach umziehen oben. Conveyor Belt. Dann müsste ich noch einen Hopper haben. Habe ich? Hui, hui, hui. Und MV noch. Connector und Wires. So, und haben wir Scaffoldings? Ja, solche. Aber ich meinte ja die normalen Scaffoldings. Die von Minecraft, nicht diese anderen. Okay, jetzt hüpfen wir mal da ganz kurz hoch. Look at this. Genau, das ist die Shoot von Create. Also wir müssen jetzt... So machen. So. Und dann den in meine Richtung.
Aber Seeds kommen gerade gar nicht, ne? Warte, wir nehmen eine Axt. Boah, bloß die mit Ultimine, ne? Die Mod, womit man Bäume komplett abbauen kann oder generell, heißt Ultimine. Da haben wir wieder welche gefragt. Was jetzt auch nicht schlimm ist. Ich sage ja immer, jeden Tag kommen immer neue Leute dazu und jeden Tag kommen immer dieselben Fragen gefühlt. Aber das ist auch normal, weil wenn die neuen Leute kommen, die sehen das erste Mal und denken dann, oh, wie geht das und das? Und dann muss man halt gucken. Okay, die Seeds fallen demnach da rein. Jetzt können wir hier noch die Shoot dran machen. Wie geil das aber ist. Ich glaube, ich baue mehr davon. Das soll direkt da reinrutschen. Pass auf, da wird er richtig gut. Zack. Boah, also ich mag auch diesen Stil, den wir hier haben in dem Haus. Und wenn wir das jetzt verbinden, dann wird gepresst. Guckt es euch an. Aber das ist doch mal richtig gut. So, das ist Rohr Nummer 1. Wir haben da jetzt Plant Oil, heißt das, glaube ich. Und wir müssen zum Glück keine Pumpe noch einbauen, weil die schafft das. Die macht das schon. Können ja das so machen. Dann bräuchten wir da oben ein Steel Scaffolding. Dann kommen wir da unten raus mit dem Rohr. Oh, zu geil einfach. Wir gehen nochmal nach oben. Und ich sollte auf jeden Fall schlafen. Ich muss nur nochmal gucken, wo dann nachher die Refinery hinkommt. Die kommt ja nach oben. Und daneben kommt dann auch der Biogenerator Dieselgedöns. Und da müssen wir mal ganz kurz gucken. Vielleicht ist der eine zu schnell, der andere zu langsam. Ich glaube, genau austangieren. Boah, der Baum, ne? Können wir das halt nicht? So, hier muss... Ah, hier, okay. Ich wollte gerade sagen, hier muss irgendwo und dann ist es genau hier. Ich werde jetzt 1, 2, 3. Ich mache hier oben auch schon mal so ein Ding hin. Wird natürlich noch ein bisschen befestigt. Ihr wisst ja, Kranplätze sind zu verdichten. Also ist ja kein Kran, ne? Aber so. Und dieses, was wir ursprünglich vorhatten mit den, wie heißen die Dinger nochmal? Mit diesen Solartürmen und mit dem Wasser und mit dem Wasserdampf und mit den Turbinen. Die gibt es hier gar nicht. Das war eine Zusatzmod bei Eternal. Und ich werde nicht, wie soll ich sagen, oder vielleicht gibt es den mittlerweile, ich habe geupdatet. Müsste ich mal gucken. Und ich werde nicht einfach das Modpack irgendwie updaten, weil dann ist es nicht mehr das Modpack, was wir uns ausgesucht haben. Dann ist es irgendwas Eigenes und das wollen wir halt nicht. So, da kommt jetzt das eine raus. Jetzt ist nur die Sache, wir brauchen... Für dieses sogenannte andere Zeug. Ja, präzise einfach wieder, Peter. Brauchen wir noch Kartoffeln oder so. Ich kann mal ganz kurz zeigen. Also das ist jetzt ja klar. Damit kriegen wir das eine Zeug raus. Aber es gibt ja noch den... Warte, wo ist? Hier die Refinery. Und dafür bräuchten wir dann Plant Oil. Das bekommen wir aus dem Squeezer, der da hinten jetzt gerade arbeitet. Und dann brauchen wir noch Ethanol. Da brauchen wir einen Fermenter. Der wird daneben kommen, aber da müssten wir Kartoffeln reintun. Kartoffeln, Sugarcanes, Tomaten, Sweetberries, Glowberries oder Honigbottles. Aber Apples, Potatoes reichen vollkommen aus. Könnten da natürlich auch einfach hier so einen Gartenglotsch neben machen. Aber ihr wisst ja, das Ganze soll ein bisschen komplizierter sein. Jetzt liegt da bald wieder Zeug drauf oder drin oder keine Ahnung, wo es liegt. Vielleicht macht man den auch weg, damit man sieht, dass da immer voll ist. Und das lassen wir einfach mal hier despawnen. Ja, jetzt habe ich es im Inventar. Danke fürs Despawnen. Zack. Ja, sieht gut aus. Und sobald das voll ist, hört es ja auch auf, aber Plant Oil müssen wir halt weiterverarbeiten. Oh, das ist so toll hier, ne? Alles bewegt sich. Alles macht was so. Oder wir machen oben noch einen Tank, so, ne? So ein Tank als Puffer. Falls wir mal mehr oder weniger Strom brauchen. Das wäre auch noch cool. Ich werde jetzt daneben schon mal die andere Maschine aufbauen, weil das Feldsetzen ist irgendwie blöd, finde ich. Deswegen, wir brauchen den Fermenter. Scaffoldings, Light Engineering Blocks, Cauldron. Oh, wieder dieselben Sachen. Scaffoldings... Light Engineering Block, Cauldrons habe ich nicht, aber ich habe eine Menge Eisen, glaube ich. 43. Hui. Obwohl hier links neben in dem Drawer ist ja auch, glaube ich, noch was drin. Redstone, Iron, Sheet Metal und Fluid Pipe. Redstone, Iron, Sheet Metal. Lol, wie wir einen haben. Und Fluid Pipe. Davon hatten wir noch eine Menge. Und wenn wir jetzt nochmal drauf gehen, müssen wir alles haben, oder? 4 brauche ich. Och, Mann, oh. Iron Sheet Metal. Hat aber nichts mit Cheaten zu tun. Geht aber echt dumm. Aber kurz lustig. So, warte mal, das haben wir fertig. Ja, wo ist denn da der Eingang? Das ist eine gute Frage, Peter. Vielleicht sollten wir mal ganz kurz drauf achten, wenn das Ding fertig ist. Auch hier. Hier links auf der Seite. Selbe Position wie das andere Ding. Also können wir das eigentlich entweder andersrum bauen oder damit das Rohr dann auch auf der Seite ist oder gleich bauen und dann das Rohr einfach rum... Ja, komm, wir gucken mal. Oh, ich will die nicht aufheben, bitte nicht. Die hebe ich bestimmt gleich auf, 100%. Ich möchte die aber nicht aufheben. Und play, bitte. Hallo? Ah, jetzt. Nein. Was macht er denn jetzt? Ah, hier. Also fängt er an wie der andere eigentlich, oder? Wenn wir sagen, pass auf. Nee, wartet der nicht. Genau, einen Platz lassen wir. Oh, guck mal, passt ja ganz genau hier hin. Als ob ich das vorher geplant hätte. Habe ich aber nicht. So, dann die Rohre da rein. Dann muss ich halt nachher gucken, wo das Rohr lang geht. Müsste eventuell noch um die Ecke legen, dass das irgendwo da in der Nähe rauskommt. Und hier vorne war, glaube ich, noch der eine Block, ne? Ja, genau. Also so rum war es. Wie der andere eigentlich auch. Und ich hoffe, das war auch richtig. Cauldrons kommen, glaube ich, hier drauf. Und die Sheet Metals kommen da drüber. Und mit dem Hammer haue ich mal hier gegen.
Und wir haben Moonshine. Warum ist so heiß? Weiß ich nicht. Da müssen jetzt Kartoffeln reinfallen. Ist jetzt nur das Problem, da drüber ist das Förderband, was wir auf jeden Fall auch benutzen werden. Wir müssen jetzt da oben nur wieder eine Trennung reinmachen. Nur natürlich jetzt noch nicht, weil wir noch keine Kartoffeln haben. Aber dass die Sachen dann so da rausfallen. Ah, hier hinten geht ja auch. Da geht ja auch da hinten. Och, Manno. Ah, ist ja nicht schlimm. Nee, aber hier runter geht nicht, da ist ein Kabel im Weg. Dann haben wir die Kartoffeln immer flambiert wahrscheinlich. Also machen wir zwei Hopper dahin. Dann haben wir auch diese Maschine schon mal fertig. Und MV brauchen wir noch. Genau, Hopper ist gut. Einen Hopper haben wir. Ich baue mal eben noch einen. Müssen wir eigentlich relativ easy bauen. Können wir mal so viel Eisen. Zwei. So, und jetzt? Wo bist du, Energie? Ach, auch wieder hier, ne? Ah, das wirkt irgendwie so ein bisschen gefährlich nachher hier. Wenn man nicht springt, ist alles gut. Guck mal, ich blute dann direkt. Warum? So, das ist soweit ready. Dann machen wir den dahin. Und dann von oben müssen dann hier die Sachen reinfallen. Oder wir nehmen so ein Förderband, was um die Ecke geht und dann da reinfährt. Würde auch gehen. Vielleicht auch von hier vorne und dann hoch. Nee, ist glaube ich auch doof. Wir lassen das so, dann machen wir da nachher die Lücke rein. Und oder hier die Lücke rein und lassen das dann rausfallen und dann hier rüber. Das ist cool. Dann brauchen wir doch nur einen. Dann geht's da rein und hier geht's dann wieder hoch. Natürlich muss man gucken, wo, ne? Weil hier drüber ist ja direkt irgendwo das, wie heißt das? So ein Windrad und ein Stahlbalken. Der muss hier drin bleiben, sonst bricht alles zusammen. Aua! Ui! Achso, weil ich mich da drauf gestellt habe. Warum das denn? Können wir eigentlich da hochsetzen, ne? So, so und so. Ja, sieht doch gut aus. Dann machen wir da jetzt schon mal ein Loch ein. Machen da ein Rohr rein und Steel Scaffolding. Genau, ein Rohr zurück. Der endlose Kreislauf. Ach, komm jetzt. Okay, wir haben zwei neue, sehr, sehr geile Maschinen. Die eine läuft sogar schon. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Kartoffeln. Die machen wir mit Create Ready. Und lass das Ganze wieder mega kompliziert rüber fördern, damit wir dann hier wieder ein bisschen mehr Action haben. Und dann haben wir die Halle fertig. Dann geht es oben weiter mit der Refinery. Und dann geht es rüber mit dem Biodiesel in den Verbrenner, in den Motor. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Dieselmotor? Dieselgenerator heißt der, glaube ich, ne? Power Tools Dieselgenerator. Den machen wir. Der sieht geil aus. Oh, tschüss.